Hallo und willkommen zurück, meine Freunde, zu Fortress Craft Evolved. So, ich zeige euch jetzt meine Anlage, die ich jetzt gebaut habe, beziehungsweise die jetzt kurz vor Fertigstellung steht. Und zwar haben wir vorhin, ich habe jetzt hier einen Eingang gemacht, wo ich letztendlich auch später rüberkrabbeln könnte. So, ihr seht jetzt hier riesen viele Fließbänder. Das hat einen Grund. Ich habe jetzt gesagt, für jedes Erz, was ankommt, sortieren wir jetzt aus und bauen ein eigenes Fließband. Ich hoffe, dass ich das so hinbekomme, wie ich mir das vorstelle. Und zwar werden wir hier unten jetzt die verschiedenen Erze ausgeben und das Ganze zweistöckig. Dann wird jeder Ofen, also wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, insgesamt 10 Brennstraßen. Das heißt, wir brauchen auch 10 Brennöfen. Das müssen wir irgendwie hinbekommen. Da müssen wir mal schauen, wie wir das hinkriegen. Da müssen wir hier hinten die ganze Brennstraße, Brennanlage, alles umbauen. Aber hier, wie gesagt, will ich filtern. Das will ich auf jeden Fall hinbekommen, dass denn hier jede Straße sauber sein eigenes Material brennt. Wenn natürlich jetzt mal ein anderes System denn da, wenn ein anderer zwischenhüpft, ja, dann ist das eben so. Dann kann ich nicht sagen, boah, das gefällt mir jetzt nicht und so weiter und so fort. Aber das lassen wir erstmal so stehen. Es ist dann einfach so, ich habe natürlich hier die anderen auch noch, die 5 hier. Aber wir müssen die ja erstmal programmieren. So, dazu müssen wir hier hinten wieder alles wegreißen erst auch mal. Dass wir hier auch durchkommen. Und ich muss jetzt vorerst mal die ganze Produktion stoppen. Ne? Also das wird jetzt alles gestoppt. Die ganze Schmelzanlage wird jetzt sozusagen nochmal umgebaut. Ja, meine Freunde, so ist das nun mal manchmal. Wenn man was Gutes haben will, muss man mehrmals umbauen und das machen wir jetzt halt. Wir verabschieden uns von das alte System. Das hat uns jetzt wirklich über mehrere Folgen über Wasser gehalten, aber ist jetzt eigentlich nicht mehr vonnöten. Zumindest jetzt in diesem Maße nicht. Wir werden hier komplett umbauen. Alles wegreißen, was hier noch so ist. Das Licht lassen wir einfach mal hängen hier, damit wir ein bisschen Licht haben. Wir haben die Nase voll mit dieser Brennanlage. Und die wird komplett jetzt umgebaut. Jawohl, da freue ich mich schon sehr drauf. Da freue ich mich sehr drauf. Und wie wir das machen, das schauen wir uns jetzt in Ruhe mal an. Also, ich würde sagen, wir kappen jetzt erstmal alle Erze. Das ist unser A und O. Und ich würde sagen, doch, wir lagern da ja noch ein. Wir müssen die Zufuhr jetzt stoppen. So. Zack. Jetzt sollten keine Erze mehr ankommen, oder? Alles ist jetzt gestoppt sozusagen. Die Bänder werden jetzt leer gefahren. Und dann erlischt hier sozusagen das Leben in dieser Anlage. Als erstes würde ich die Brennanlage erstmal direkt nebeneinander bauen. Das ist das Erste, was ich gelernt habe. Wir werden jetzt erstmal hier schön alle Erze leer machen, dass hier nichts mehr drin ist. Und ja, dass auch keine Erze mehr transportiert werden. Wir haben jetzt vorerst mal Erze genug. Und wenn jetzt irgendwas schief läuft, dann haben wir ein Problem. Aber dann ist das so. So, unsere Anlage ist erloschen, so wie ich das sehe hier. Genau. So, auch du hier, alles weg. So, du hast noch die Möglichkeit, jetzt leer zu fahren. Was alles, was noch voll ist, kann leer gefahren werden. Auch du wieder weg. So, du weg, du weg, du weg. Es hat also gut funktioniert. Wir werden jetzt nicht grundlegend alles ändern an dieser Maschine, aber doch schon einiges. Wir können viel effektiver und platzsparender arbeiten. Hoffe ich zumindest. Aber das schauen wir uns dann in Ruhe an. So. Dann gehen zwar nicht mehr hier ein Band rein, sondern 6. Aber ja, da müssen wir mal schauen, wie wir das hinbekommen.
So, wir stoppen hier unsere ganzen Maschinenteile. Wo waren das jetzt hier? Ich will jetzt nicht das Kohleband zerschießen. Das will ich natürlich nicht. Deswegen, ich wollte das stoppen hier irgendwo, aber nun ja, mal schauen. So, die Kohle müssen wir gucken, wie wir die verlegen. Also die müssen wir auf jeden Fall auch verlegen, ne? So, wir schießen schon irgendwelche Erze hier kaputt. Das hat für den Anfang wirklich gut geklappt mit dem System hier. So, jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt ist hier irgendwo die Kohle. Die werden wir aber auf jeden Fall verlegen. Dann killen wir die mal. Komm, alles weg. Damit wir hier Platz haben für unsere neue Anlage. Auch da hinten das Sortieren, das hat mich da ein bisschen genervt. Schwuppdiwupp und schwuppdiwupp, schwuppdiwupp. Er muss eigentlich alles weg. Es muss alles weg. Nutzt uns alles nichts. Ob das jetzt gut oder schlecht war, das wissen wir nicht. Aber wir werden es sehen. Wir reißen hier alles ab. Sämtliche Anlagen. Ob Schmelze, ob Strom, ob... Es ist Ruhe eingekehrt. Oh, ich bin ratzevoll. Ich sollte mal ein bisschen gucken, dass ich Müll loswerde. Ich lager hier mal eben Zeugs ein, dass ich hier mal Platz habe. Also zum Einlagern, zum Aufheben. Ich weiß jetzt nicht, was da noch für Dinger rumliegen und so weiter und so fort. Pack hier die PCBs mal rein und das alles rein so. Zumindest, dass ich das da hinten aufheben kann, was auf der Erde liegt. Ich weiß nicht, was es ist, aber wir werden es auf jeden Fall noch benötigen. So. Dann hätten wir das jetzt mal geklärt. Meine Theorie ist ja jetzt, ich schau mal, ob das hinhaut. Wo sind die Öfen? Öfen, wo seid ihr? Also, wir können als erstes mal... hier setzen wir die Öfen hin. Ziehen wir erstmal hier ein Loch rein. Warum hier ein Loch, zeige ich euch später. Oder kann ich euch auch jetzt zeigen. Dann werden wir hier die Tausender drauf. Wie viel... Also Moment, warte mal. Lass mich mal überlegen. Ein Ofen, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. So, das heißt, wir können da einen hinsetzen und hier einen wegnehmen. Sehr schön. Dann können wir nämlich hier laufen. So, hier... Und hier wird irgendwie Power erzeugt. Oder wir machen es unten drunter. Dann buddeln wir uns jetzt hier runter. Ja, so geht's auch. Zack, 2. Dann werden wir es nämlich jetzt unterirdisch legen. Es muss ja jetzt nicht wirklich groß sein und verkleidet sein und was weiß ich was alles. Aber wir können ja ruhig unten drunter Strom haben, wo wir die Öfen dann letztendlich draufstellen. Die müssen ja jetzt nicht mehr so da oben rumhampeln und hantieren, so wie wir es jetzt hier haben. Was ich auf jeden Fall möchte, und da brauche ich schon nicht mehr hin, das ist eine Holzverkleidung hier drin, oder? Ich weiß nicht, wie weit die mir den Berg wegschießen. Oder wisst ihr was? Lassen wir einfach mal so. So, da drunter kommen jetzt auf jeden Fall Generatoren. 1, 2, 3, 4. Aber dich mal drehen, bitte. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, sehr schön. Darunter kommen die Hopper. 1, 2, 3, 4. Was? 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Ich hoffe jetzt nur, dass die Kohle da durchfährt. Das habe ich jetzt nämlich nicht ausprobiert. Dann werden wir hier
2 hochziehen. Warte mal. 1, 2. Und dann gucken wir mal, wo wir hier auskommen. Dann gehen wir nochmal 1, 2. Ich möchte wissen, wo ich hier auskomme. Egal wo, da kommt unsere Kohle runter. Da machen wir auf jeden Fall zu. Als Stolperfalle. So, reicht ja, wenn es hier unten auf ist. Also, dann käme hier rein theoretisch unsere Kohle. Ging hier rein. So. Wo bist du, Kohle? Du bist da. Zack. Da geht's rein. Da geht's gedreht. Bitte einmal rein. Und du kommst von oben runter. Ja, dann muss da auf jeden Fall einer hin, der in... Den mache ich mal weg. In dieser Richtung. Und du gehst in diese Richtung. So, da kommt die Kohle runter. Sollte jetzt eigentlich alle befüllen. Jetzt schauen wir mal, ob wir die Kohle ans Laufen bekommen. Guck mal, da wäre eigentlich schon die Kohle, aber die reißen wir trotzdem komplett ab. Denn ich habe anderes vor. Wir legen die Kohle einfach tiefer. Die muss ja nicht so hoch sein. Ich kann ja ruhig von hier unten kommen, ne? Sogar noch mal eine Etage tiefer gehen, statt hoch. Ich muss nicht immer hoch und runter gehen. Aber diese Folge, sehe ich gerade, ist schon wieder zu Ende, meine Freunde. Deswegen bedanke ich mich, dass ihr zugesehen habt und würde mich freuen, wenn ihr in dem nächsten Part wieder dabei seid. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss, ciao und bye bye.